Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM 2. Wir sind wieder auf der Avenger und ich habe versprochen, Loha wieder ins Boot zu holen. Da ist sie. Sie ist wieder da, als wäre sie nie weg gewesen. Und beim Charaktergestalten ist mir aufgefallen, dass wir extrem viele Waffenverbesserungen haben. Also vor dem nächsten Einsatz werde ich nochmal alle Waffenverbesserungen durchgehen. Das auf jeden Fall. Jetzt schauen wir erstmal, was wir noch so vorhaben. Ich glaube, das letzte Mal haben wir eine Alien-Einrichtung zerstört. Genau die da. Ich glaube, wir sind kurz vor einer Vorratslieferung. Das steht auch. Soika hat sich endlich erholt. Das gefällt mir noch mehr. Was können wir denn scannen? Ja, dann lass uns doch mal die niedrigeren Kontaktkosten scannen. Avenger berechnet neuen Kurs. Wobei wir gerade keinen Mangel an Infos oder Legierung oder Illyrium haben. Nur an Vorräten, tatsächlich. Markus hat sich erholt. Die Schredderkanone ist fertig. Sie hat die Ausbildung Leere Spalt abgeschlossen, die Loha. Werden wir doch gleich mal gucken. Ermunterung ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, wir machen erst Bollwerk. Dass man immun gegen Gift, Säure und Feuer war das, glaube ich. Auf jeden Fall. Ah, das Schattenprojekt ist gleich abgeschlossen. Dann scannen wir nochmal schnell weiter. Commander, wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Teigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Ja, Schattenkammer ist kaputt. Entschlüssele die Codex-Daten. Schließe das verschlüsselte Codex-Daten-Schattenprojekt ab. Das werden wir natürlich machen. Ja. Codex hat mal unsere ganze Schattenkammer gesprengt. Wir machen Fortschritte, Commander. Ich habe unsere Ziele anhand der neuesten Erkenntnisse aktualisiert. Auf dem Feld tritt der Codex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ. Gut, jetzt werde ich einmal den Text gleich vorlesen und dann schauen wir mal, ob wir uns irgendeinem Einsatz von den Zielen widmen. Der Codex selbst ist eine bemerkenswerte Wesenheit, weit ab unserer Vorstellung davon, was ein intelligenter biologischer Organismus sein könnte oder sollte.
Aufgrund der wenigen Kontakte bleiben viele Fragen offen und da er sich unserem sichtbaren Spektrum zu entziehen scheint, werden Studien nur schwerlich durchzuführen sein. Unseren Truppen ist es immerhin gelungen, etwas zu bergen, das man nur als Codex bezeichnen kann, eine zentrale Verarbeitungseinheit einschließlich Datenspeicher, Kommunikationsschnittstelle, taktischer Steuerung und zahlreichen weiteren Funktionen, die wir erst noch identifizieren müssen. Nach Inbetriebnahme der Schattenkammer haben Shen und ich das Gerät einer Reihe von gründlichen, wenn auch schwierigen Experimenten unterzogen, um seine Geheimnisse zu enträtseln. Mittels hochfrequenter Bestrahlung konnten wir den Codex dazu zwingen, sich auch außerhalb der Grenzen des Sims zu zeigen. Shen äußerte mehrfach Bedenken bezüglich des Wohlergehens des Codex, da er zu reagieren schien und sich unseren Versuchen zur Entschlüsselung der Daten und zum Zugriff auf das Admin-Netzwerk sogar widersetzte. Ich versicherte ihr, dass sämtliche Anzeichen von Schmerz oder aktiven Widerstand gegen unsere Tests lediglich ein Nebenprodukt unserer Experimente waren. Bevor der Codex sich selbst mitsamt unseren Sicherheitstraktes zerstört hat, konnten wir noch einen Teil der Daten bergen, der Kartenkoordinaten zu entsprechen scheint. Es wird noch eine Weile dauern, die restlichen Fragmente durchzugehen, aber in der Zwischenzeit haben wir zumindest einen Hinweis, dem wir nachgehen können. Ja, da hat man irgendwie auch gesehen, dass Taigen ein Wissenschaftler durch und durch ist, bis zum Ende durchgeführt führt, ohne wirklich menschlich zu sein, will ich nicht sagen, aber so ist man einfach in der Situation. Man will an seine Ergebnisse rankommen und vergisst halt alles um sich herum. Und vergisst auch manchmal so ein bisschen die Sicherheit. Das haben wir gesehen, Shen ist da noch ein bisschen menschlicher und denkt auch, dass der Codex Schmerzen empfinden kann. Was ich nicht glaube. Ich glaube, der ist einfach ein maschinelles Produkt. Klingt irgendwie komisch. Also, verschlüsselte Codex-Daten. Ich glaube, die starten wir jetzt schon. Warum leckt das gerade so krass? Was haben wir denn sonst noch für Forschung? Ja, Commander. Nee, dann gehen wir doch mal auf das Schattenprojekt. Machen wir gleich weiter. Nein, trotzdem verlassen. Die Koordinaten, die in der aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgenen genetischen Probe kodiert waren, lassen vermuten, dass wir bislang nur an der Oberfläche der zum Avatar-Projekt gehörigen Alien-Infrastruktur gekratzt haben. Zum Glück konnten wir diese genetische Probe bergen. Andernfalls wäre unsere Spur vielleicht längst versiegt. Also, verschlüsselte Codex-Daten. Unsere ersten Versuche, die Daten des Codex-Hirn zu erlangen, brachte uns eine Sequenz von Kartenkoordinaten ein. Uns bleiben zudem noch weitere Datenfragmente, die der Codex zerstören wollte. Auch diese Daten sind sicher von immenser Bedeutung. Wow, irgendwie habe ich gerade hier tierische Frame-Einbrüche. Oh, wir haben hier ganz viele Ziele stehen. Und zwar entschlüssele die Codex-Daten. Untersuche die Codexe und Koordinaten. Wir sind einsatzbereit, wenn Sie es sind, Commander. Ich habe unsere Ziele aktualisiert. Okay, da können wir noch nicht hin, weil wir keinen Kontakt zu hergestellt haben. Was wollte ich jetzt noch mal kurz gucken? Ich wollte mir einen Folgentitel ausschreiben. Das schreibe ich mir gleich auf. Was haben wir denn hier noch? Alien Nest? Da wurde ich doch schon angesprochen, ob wir das Alien Nest irgendwann mal anfangen. Ich habe Angst, das anzufangen, muss ich ehrlich sagen, weil ich ja weiß, was kommt. Ich will es euch natürlich nicht vorenthalten. Wir können es demnächst anstoßen. Das sag ich euch. Ich will vielleicht erstmal die Geheimeinrichtungskoordinaten machen. Und dann können wir vielleicht Alien Nest machen, aber eigentlich habe ich voll Angst davor. Ich guck mir meine Truppen an, vielleicht machen wir sie doch gleich. Ich will nur wissen, ob wir schon bereit dafür sind. Ist das nur noch einer verwundet? Da kommt das Spiel. Das Labor ist zurzeit untätig und wir verschwenden wertvolle Zeit und Ressourcen, wenn wir keiner Forschung nachgehen. Bitte geben Sie uns möglichst bald eine neue Aufgabe. Ja, bekommt ihr. Der Spark ist auch verwundet. Alle anderen sind sonst da. Nee,
Wir machen das noch nicht. Wir machen das erst, wenn Loha mit Bollwerk fertig ist. Jetzt haben wir erstmal niedrigere Kontaktkosten. Was uns nichts bringt, weil wir müssen. Okay, ach, Testbereich, da können wir auch nochmal gucken. Es wird jetzt halt eine etwas, wieder Avenger-lastige Folge. Die brauchen noch 14 Tage. Wir brauchen dringend jemanden, den wir hier in die, Kommunikationszentrale reinsetzen können. Projekt wählen. Ich möchte auf jeden Fall Muni, weil wir ja wieder was verloren haben. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Ach, dann weisen wir noch schnell eine Forschung zu, obwohl die ja eigentlich jetzt pausiert sein sollte. Hallo, Commander. Ja, aber die Chrysalid. Der Name Chrysalid beruht wahrscheinlich auf früheren Mutmaßungen bezüglich des ungewöhnlichen Reproduktionsprozesses dieser Kreatur. Obwohl sich seit langem Gerüchte über die Existenz von Zombies als Nebenprodukt der Chrysaliden-Reproduktion halten, deuten jüngste Berichte auf eine neue, ähnlich verstörende Fortpflanzungsmethode dieser Spezies hin. Gut, die Forschung läuft jetzt auch. Gehen wir mal wieder auf die Karte. Also, ach so, genau, ich wollte ja hier die Ziele nochmal schnell vorlesen. Also, Untersuche des Codex hören, haben wir. Entschlüsselte die Codex-Daten, da sind wir gerade bei. Oder sind wir nicht bei? Ich muss gleich nochmal gucken, das sieht gerade so aus, als wären wir nicht da dran. Schließe den Fiolen-Koordinateneinsatz ab. Machen wir jetzt. Und dann noch die Codex-Koordinaten. Machen, wenn wir Australien freigeschaltet haben. Oder Neu-Australien. Jetzt fliegen wir erstmal darüber. Und werden die Geheimeinrichtung angreifen. Es gibt wieder Vorräte. Und was haben wir denn hier? Sektor Pot habe ich gelesen. Andromeda. Ich hasse Andromedas. Sektor Pot finde ich gar nicht so schlimm. Sie können halt mega Schaden austeilen und ich mag sie auch nicht unbedingt haben. Aber ich finde Andromedons irgendwie nerviger. 14 Feinde. Also das Einzige, was mir so auffällt, wäre Andromedon und Sektebrot. Und ein Codex. Oh, ich hasse Codices. Die hasse ich wirklich. Aber gut. Kommen wir nicht drum herum. Setze Kurs auf den ostamerikanischen Bezirk. Boah, es leckt heute sehr doll. So, erstmal wieder alle entfernen. Und ich habe jetzt der mal Solka versprochen, dass er wieder mitkommen darf. Weil er jetzt wieder gesund ist. Ja, natürlich. Ich will doch meine Truppen ausrüsten. Wo ist er denn? Da ist das. Oh, guck mal, da muss sogar noch gelevelt werden. Solka haben wir. Dann kommt den Noss noch mit. Einen Spezialisten nehmen wir auch mit. Und ich hatte, glaube ich, in meinem Stream mit Max eine Diskussion, warum man Heiler nicht mitnehmen sollte. Ich spiele anders. Ich spiele da ein bisschen anders. Ich höre mir die Sachen an, aber wenn ich halt sage, ich spiele für mich anders, dann meine ich das auch so. Und ich meine das auch nicht böse dann. Aber jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Macken, wollte ich fast gerade sagen. Seine eigene Spielweise. So, Markus kommt mal wieder mit. Der räumt ja immer ziemlich ab. Wir haben jetzt alles Mögliche mit, ne? Dann kann Noss mitkommen. Habe ich Noss nicht schon mitgenommen? Doch, habe ich das schon mitgenommen. Was fehlt mir denn? Grenadier haben wir. Ranger, Psy-Soldat, Spezialist, Scharfschütze. Ah, ich könnte ja noch einen zweiten Grenadier. Ich war schon irgendwie, als hätte ich schon einen zweiten Grenadier mit, aber habe ich nicht. Ich glaube, ich werde auch einen zweiten Grenadier mitnehmen. Ja, der Max darf noch mitkommen. Dann werden einmal alle Ausrüstungsstände freigegeben. Es hat funktioniert. Sehr schön. Und dann fangen wir mal an mit Solka. Und zwar Ausrüstung.
Einmal schnell Waffen freigeben. Du kriegst die Axt mit. Die Nano-Schuppenweste und die Krallengeschosse. Das hast du eigentlich auf deiner Kanone drauf. Automatiklader und... Geh mal kurz zurück. Ich gehe mal auf Waffenverbesserung, dann sehe ich das besser. Magazinerweiterung, das ist in Ordnung. Dann geht's weiter mit dem guten Markus. Der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Obwohl er ja kein Zuschauer ist, ist er mir so richtig ans Herz gewachsen. Oder kein gestalteter Charakter. Ich habe ja schon doch einige verloren. Da weiß ich noch nicht, was er... Da kriegt er, glaube ich, mal... wie heißen die denn jetzt? Effektscanner. Ich möchte ihr einfach nur den Gefechtsscanner wegnehmen. Danke. Heute nervt mich das Gelecke gerade so tierisch. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. So, sie ist ausgerüstet. Max hat das auch auf seinen Slot. Was haben wir dann noch für die Luha? Wir können dann auch nichts herstellen, weil wir keine Dings haben. Keine Vorräte. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch was für eine Verbesserung ansehen. Ach, geh zurück. Überarbeiten. Da gehen wir dann mal auf Waffenverbesserung. Was bekommt sie denn? Nee, kostenloses Nachladen, das braucht sie alles nicht. Wir können ihr den Schaft geben. Einfach bei Fehlschuss noch Schaden machen. Kann manchmal helfen. Sie schießt halt nicht so viel, das müssen wir immer wissen. Deswegen kriegt sie noch den Mehrlader. Sofortkills, falls sie dann mal schießt, wären auch nicht schlecht. Also die Sachen mit Schaft und Mehrlader, nee, hieß er so, keine Ahnung, gebe ich halt gerne Leuten, die nicht so viel schießen. Können wir noch was auf die Waffe bauen? Bestimmt. Ja, natürlich. Der hat noch gar nichts drauf. Nee, Stecher, ach war, Stecher war Bonusaktion. Nee, Crit brauche ich nicht. Entweder er kriegt halt einfach... Aber die ist zu gut. Er kriegt auf jeden Fall mal den Stecher. Wobei, ich glaube, im Automatiklader haben... Also den möchte ich gerne Steve geben. Und die Magazinerweiterung auch eigentlich Steve geben. Weil er ja der Sniper ist und er hat Serie... Und Abschusszone, da macht das halt mehr Sinn. Hat Max schon was auf seiner Waffe drauf? Ja, hat er. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Und ich würde sagen, wir starten in den Einsatz. Und dann... sehen wir uns in der... Also ich starte den Einsatz und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dort gelandet sind. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.